Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Gemini von Artefakt in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gemini von Artefakt, das Ganze am 11. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das dritte Album von Artefakt. Die Box zu diesem Album, die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Das war diese hier. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl Edition. Ja, als allererstes werden wir wie immer die Folie entfernen. So, dann können wir hier wunderbar aufschneiden. Und so sieht das dann aus. Also wir haben hier das ähnlich umgesetzt wie auch schon bei der Box bzw. bei der CD. Wir haben hier so ein geteiltes Cover, also hier so ein separaten Teil zum Aufklappen, der hier so gestanzt ist. Und zwar lesen wir hier oben einmal den Namen der Band Artefakt, dann hier das Zwillingen-Logo und darunter Gemini. Links und rechts die Dualität, also hier wieder Engel und rechts Teufel. Hier auf der Seite ist nichts weiter zu lesen. Und auf der Rückseite gibt es dann die Tracklist. Wir haben hier 7 Tracks auf der A-Seite und 6 Tracks auf der B-Seite, ergibt 13 insgesamt. Dann haben wir noch die Infos, natürlich die Logos der Labels, Rookies und Kings, Barcode, Katalognummer, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen rein. Dieser Teil hier ist, wie gesagt, so aufzuklappen. Und hier kommt dann das eigentliche Cover, das andere Cover zum Vorschein. Hier haben wir die beiden im Kampf, den Engel und den Teufel. Dann hier unten haben wir die weiteren Infos zum Album, also die Credits, wer hier beteiligt war. Und auf der linken Seite, wo das Ganze hier so gestanzt wurde, haben wir dann die gesamten Lyrics. Also hier wirklich jeder Track einzeln, Wort für Wort entsprechend schwarz auf weiß hier abgedruckt. Kann man hier wunderbar nachlesen. Und dann schauen wir uns mal die Vinyls an. Also wir haben hier zwar ein Gatefold, allerdings ist das hier auf der einen Seite zugeklebt und es gibt dann trotz Gatefold nur eine Vinyl. Die kommt hier in der rechten Stecktasche in einer weißen Papierhülle. So, wie sieht das Ganze aus? Die Vinyl kommt hier in einem ungewöhnlichen Weißton. So sieht die aus. Das ist die A-Seite. Hier lesen wir Seite A, Artefakt Gemini. Und das ist dann die B-Seite. Also die Vinyl hier in diesem wunderbaren Weiß. Ungewöhnlich, normalerweise ja echt so 80% aller Vinyl sind schwarz. Die hat man hier schön in Weiß gehalten. Gut, das war's auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Vinyl mit A- und B-Seite, 7 auf der A, 6 auf der B, somit insgesamt 13 Tracks. Das Ganze hier in dieser wunderbaren Vinylhülle. Gemini von Artefakt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Artefakt unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.